Hallo Leute, weiter geht's mit Spellforce Conquest of Io. In der letzten Folge haben wir uns hier diesen Allfeuer-Knotenpunkt hier unten gegönnt, mussten dann eine Schlacht schlagen gegen die verteidigende Armee, beziehungsweise die griff dann hier, die verteidigende Armee, die von hier oben kam, aus dem Norden, griff dann unseren Markierturm an. Und nun heißt es erstmal hier heilen lassen unsere Truppen. Dann haben wir ein bisschen rumexperimentiert mit der zweiten Chance. Und das ist schon ordentlich gewesen. Wir hatten es hier einen Hüter gegeben. Der ist draufgegangen in der Schlacht und kam dann in der Schlacht nach 2 Runden wieder. Und ich dachte erst, ja, vielleicht ist es ja nur für eine Runde gedacht. Also für die Schlacht dann gedacht. Und dann ist er weg, die Einheit. Aber nein, die ist da. Heftig. Das ist halt schon ordentlich. Das testen wir demnächst mal mit einem Konstrukt, mit dem Golem. Mal schauen, ob das alles so funktioniert. Oder wir hatten ja gemutmaßt, dass es vielleicht dann daran liegt, dass der Golem halt eine erschaffene Einheit ist, dass der keine zweite Chance nehmen kann. Hier versuchen wir mal, uns noch ein bisschen weiter in die Richtung durchzusneaken, in der Hoffnung, dass die uns hier in Ruhe lassen. Mal schauen, ob das so alles funktioniert. Und ja, die Armee. Also warum sollten wir hier gegen die kämpfen? Ich sehe da keinen Nutzen drin. Wir hauen hier mal ab vor denen. Und das war's. Dann geht's weiter. Ja, Lehrlingsloge geplündert. Die verfolgen uns. Was soll das denn? Blitzgenerator wurde gebaut in unserem Turm. Da ist er. Wir schauen uns mal an, was wir für Verbesserungen da reinhauen können. Alle feindlichen Einheiten in der Domain erhalten minus 50% Weißresistenz. Ja. Verlängerte Blitze. Alle Schlachten werden verzaubert mit Blitze. Jede Runde wird eine Einheit von einem Blitz getroffen. 25 Weißschaden zufügen. Ein Blitzverstärker. Alle eigenen Einheiten in Domäne erhalten die Fähigkeit, keinen Fokus. Und das bedeutet, alle Einheiten kosten. Also, sie verbrauchen keinen Fokus oder was. Und 6 Weißschaden noch dazu. Das ist aber schwer zu erreichen hier. Schaut mal, was da verlangt wird. Die zwei Sachen wären schon nicht schlecht. Lichtstrahl und verlängerter Blitz. Wir probieren mal 9 mal blau und 6 mal lila. 9 mal blau und 6 mal lila. Mal blau und 6 mal lila. Das Blau sollte man hinbekommen. Stein der Weisen, wir haben das halt nur einmal. Ätherdestillat. Noch so ein. Wir müssen Zutaten nehmen, die beides haben. Werden das wieder nicht hinbekommen.
Oder? Doch, gerade so, ey, alter Schwede. Verlängerter Blitz. Craften wir das. Hier oben wird noch Kristallauswuchs gecraftet. Geladene Kristalle 2 pro Woche. Und dann versuchen wir noch den Lichtstrahl. Alle feindlichen Einheiten unter minus 60 Weißresistenz. 6-mal grün und 6-mal blau. Das alte Problem mit den grünen Pebbles. Wir haben halt wirklich wenig Weißmarker, 20 Weißmarker-Resistenz. Ach ja. So geht's. Lichtstrahl. Was? Ach so, hier. Jetzt geht's. Craften wir. Super. Da hätten wir das. Loge wird geplündert. Ja, können wir jetzt nicht ändern. Wir bekommen hier noch einen Hüter, den wir upgraden können. Machen wir. Nahkampfschaden, tägliche Regeneration. Nehmen wir die tägliche Regeneration und nehmen hier einen Halberdier raus. Jo. Wäre halt schön, wenn wir die mit der anderen Einheit da verbinden können, aber ist im Moment nicht drin. Lass mal die hier den Altfeuerknotenpunkt bewachen. Wäre eine Variante. Ja, nicht warten, ihr könnt hier gleich mal schnarchen. Schlafen und die Untoten gehen uns so auf den Zeiger, dass sie uns echt verfolgen. Was soll das denn mit euch? Wir locken die mal zu denen. Hier oben. Lehrlingsloge wird geplündert. Hüter wurde rekrutiert. Mana-Speicher wurde gebaut. Runde beenden. Was? Wo? Ach so, die hier. Ja, die müssen sich halt auch erstmal holen. Kommen hier halt nicht rüber. Das ist der Mist. Ich hätte große Lust, die zurückzuholen, weil wir sind hier am Ende der Welt irgendwie, habe ich den Eindruck. Irgendwie geht es hier gar nicht weiter und es wimmelt hier einfach auch nur so von Einheiten. Wir holen die zurück, wir beschwören halt nur im Moment gerade in den Golem. Nicht uns angreifen, die angreifen. Wegrennen. Ja, die Armee kann noch ein bisschen weiter chillen. Kristallauswuchs wurde gebaut, Fischhäuser ist erschöpft und Ritualaltar ist auch erschöpft. Die Lehrlingsloge wird geplündert, das ist uns bewusst. Wir können aber auch einen Golem beschwören. Und da haben wir doch hier unseren ein Lehrling positioniert um Himmelseisenader dafür die Golem-Beschwörung zu nutzen. Da haben wir einen Feuergolem bekommen.
Super. Ziehen wir damit rein. Der chillt hier weiter. Für den nächsten Golem. Aber als erstes holen wir den einen da zurück zum Turm. Wort des Widerrufs. Hier die nächste Armee kreieren. Siebenhunderter Armee ist das hier. Geheimnis der Former. Eine Former-Ruine. Brauchen wir aber den Turm in der Nähe. Das sollte aber kein Ding sein, mit dem Stück rüber zu levitieren. Und das war's. Was hatte ich noch gesagt? Irgendwas wollten wir noch hier raushauen. Ach ja, wir wollten das testen, ob das funktioniert, dass wir hier ihm zweite Chance geben können. Bin gespannt. Ehrlich? Warum greift ihr uns einen an? Haben wir auf keinen Fall eine Chance. Rückzug. Greift euch doch gegenseitig an, ihr blöden Mulle-Mazis. Die Armee ist fast ausgeheilt. Hier testen wir das. Was eure magischen Reserven? Was wollt ihr von uns? Es geht. Wenn unseren Golems die zweite Chance geben. Also so gut. Oh, die haben mir einen Patch drüber gehauen. Schaut mal. Das kostet keine 10 Unterhalt mehr, der Feuergolem. Sondern nur noch 4. Aha. Das ist aber auf jeden Fall eine Verbesserung. Alter Schwede. Also eine Erleichterung für uns. Und die zweite Chance geht auch. 2, glaube ich, kostet das, oder? Tiefe Zauber. Ja. Hammer. Dann weiter Golems erschaffen. Mit Steinhardt könnten wir unsere Einheiten auch noch verzaubern und verbessern. Weißt du, was das für eine wahnsinnig starke Armee dann hier wird? Mit der zweiten Chance noch mit drin. Können wir unseren Helden auch noch geben. Ist auf jeden Fall preiswerter. Als wenn wir die wiederbeleben. Das kostet, glaube ich, auch 50 oder 60 Mana. Klar, es sind halt 2 Mana permanent Unterhalt. Auch das mit den Golems ist schon krass. Brauchen neue Glyphen. Was haben wir noch da? Nichts Gescheites. Pfadfinderklöwe, Feuerträger, Verzweiflung. Ne. Da müssen wir neue erschaffen. HP-Klöwen geben wir denen ja. Wargreiter.
Also die konnten wir bei den Orks, glaube ich, rekrutieren. Wir müssen aber aufpassen. Also goldmäßig können wir uns ja nichts Großes mehr erlauben. Waren die nicht auch teurer im Unterhalt, die Hüter? Hätte gedacht, ja. Gesundheitsklöwe, dreimal grün. Schwupps. Herstellen. Dreimal Adamantium haben wir noch. Alle Slots sind belegt. Aber in der nächsten Runde haben wir drei Slots wieder zur Verfügung. Das nervt halt hier. Die plündern permanent die Loge. Ehe wir dort oben sind, wird's Weihnachten mit der Armee. Wir ändern das aber nochmal kurz um, weil wir müssen den Allfeuerknotenpunkt hier noch einnehmen. Das haben wir noch nicht. Im Moment ist es halt vom Turm abgeschirmt. Den Wächtergeist müssen wir beschwören. Hängen uns am Hintern hier, das ist Wahnsinn. Die sollen sich doch gegenseitig platt machen. Vielleicht können wir die über dem Gebirge abhängen. Verbesserungsräume wurden gebaut und die Klüfe wurde hergestellt. Sehr gut. Den Wächtergeist holen wir direkt dahin. Der soll sich hier mal verschmelzen. Jetzt beginnt die Verschmelzung, 2 Runden dauert es gut. Wenn man hier nochmal auf Warten klickt, dann wird die Verschmelzung abgebrochen. Seht ihr das? Also verschmelzen. Okay, jetzt entweder mit dem Turm rüber levitieren, dass wir das hier freischalten. Im Moment bekommen wir. Na gut, wir bekommen das noch. Die Ruinen durch den Turm. Aber das können wir beibehalten. Wir müssen nur ein kleines Stück rüber levitieren. Die Armee ist komplett ausgeheilt. Wir lassen die aber trotzdem drin, weil. Wie gesagt, wir fliegen ja mit dem Turm dann ein Stück nach Westen. Jetzt müssen wir aufpassen, wir machen Minus. Soll heißen, wir werden mal wieder was verkaufen müssen. Wovon haben wir denn richtig viel? Lenia. 15 Stück. Dann verkaufen wir die Hälfte. Ja, die Hälfte.
Resistentes Wasser, Katalysator. Können wir auch mal die Hälfte verkaufen. Das war's. Dann schauen wir uns hier in unserer Zauberschmiede noch ein bisschen um. Adamantium. 5-mal verdorbenes Adamantium haben wir. So. Rechten Maustaste draufklicken, geht das auch, dass es dann hier reingezogen wird. Und noch so eine Gesundheitsklüve. Ist das noch so oder haben die das auch umgeändert? Bringt die noch 30 Leben? Ja, bringt noch 30 Leben. Ja, genau, bekämpft euch gegenseitig. Irgendwas passiert? Ah, Lore Grimm. Der will wieder was. Ihr habt eine Weile nichts mehr von Lore gehört, da er die meiste Zeit in seinem geliebten Arbeitszimmer verbringt. Aber heute kommt er mit einem verschmitzten Grinsen aus seinem Labor zu euch. Was ist es diesmal? Mein letztes Experiment war ein großer Erfolg, aber ich weiß, dass ihr es noch besser hinbekommen kann. Ein alter Freund von mir besitzt eine Brauerei in Schwertfels. Wenn ihr mir etwas Essen bringen könntet oder es selbst herstellen, wenn euch das liegt, dann sollte das die nötige Wirkung haben. Er tätschelt mit seiner rußgeschwärzten Hand seinen Bauch. Das und was zu essen. Ich bin am Verhungern. Wenn das alles ist, gerne doch. Schwertfels. Wow, ging das schnell weg. Da gibt's Schmiedebräu. Besseren Bomben. Ich hoffe bei den Göttern, dass es diesmal funktioniert. Zwergisches Schmiedebräu. Soll man das selbst herstellen können? Nee. Schwertfels. Ja. Das ging so schnell. So weit war das gar nicht entfernt hier, oder? Der Ort. Scheibenkleister. Wo ist denn Schwertfels? Ah. Neue Heilung, Massenheilung. Der Segen der sanften Wächterin Shana heilt alle Krankheiten und Wunden, heilt alle sterblichen Einheiten im Trupp vollständig. Wow. Kostet nur 16. Das ist enorm. Wunderbar. Glyph ist fertig, Adamantium ist hergestellt worden. Lehrlingsloge wird geplündert, ja. Massenheilung abgeschlossen. Er hat immer noch das Problem, wo bekommen wir dieses Zwergenbräu her? Wo war das? Das ist blöd gelöst. Oder ich sehe es einfach nicht. Das müsste es doch auf der Karte eigentlich anzeigen. Das war nicht so weit von unserem Hauptturm entfernt. Bisschen blöd gemacht, finde ich. Schauen wir uns nochmal die nächste Forschung an, die wir tätigen können. Ausbeutung zurücksetzen. Dieser praktische Zauber wurde von zwergischen Handwerkern entwickelt, als die Adamantium-Adern in der Silbertriebhöhlung erschöpft waren. Es kann die Lebensdauer eines jeden Bergbaubetriebs verlängern. Also wenn wir eine Mine besetzt haben und die in unserer Domäne ist, also so verstehe ich das, dann erhöht das die Mine, also die Dauer, wie lange wir sie ausbeuten können oder wie. 150 Mana kostet das.
Das kostet 400. Was war das? Wohlstand. Der Segen der Wächter wird euren wohlmeinenden Einfluss auf ein deutlich größeres Gebiet ausdehnen. Vielleicht gibt es das auch in jeder Gaststätte, in jeder Kneipe zu kaufen. Ein Zauber noch. Dann hätten wir hier ein was geschafft. Folterkammer hätte ich gern, aber kostet halt 600 Forschungspunkte. Ja, dann erforschen wir das halt hier. Ausbeutung zurücksetzen. Dauert nur 5 Runden. Levitieren lassen. Wir müssen ein Stück nach Osten noch, dann wird man noch ein bisschen was reinbekommen. Das nützt nichts. Wir werden diese Runde jetzt noch nicht wieder landen können. Wir bleiben mal hier stehen und beobachten das ja. Die werden keine Chance haben gegen die Truppe, aber gut. Die chillen hier im Turm. Golems oder wollen wir noch was anderes herbeizaubern? Nö, eigentlich Golems. Wir brauchen Golems. Runde beenden. Ja, war klar. Die plündern halt weiter. Der Knoten ist jetzt aktiv. Gehen wir mal nach Siebenburg, aber wir können uns halt nichts leisten. Das ist so das Problem, was ich hier sehe. Dort geht's hin. Und landen. Freigeschalten. Das Wurden ist. Und als erstes werden wir uns um die Armee her kümmern. Jo. Zacke. Heldenhafter Sieg. Automatisch abhandeln. Eine ganze Menge neuer Beförderung. Eine ist immun gegen Blutung. Nehmen wir mit. Panzerung oder Weißresistenz. Die haben schon 17 Panzerungen. Wir nehmen mal die Weißresistenz. Pflanzeernten brauchen wir mit denen nicht. Dann nehmen wir Nahkampf. Und die Armbrustschützen, was haben die Schönes? Regeneration. Hatten wir das bei denen schon mal? Nein. Oder halt. Oh. Geschwindigkeit erhöhen. Die sind ein bisschen langsam unterwegs. Seht ihr das hier? Wir nehmen mal die Geschwindigkeit rein bei denen. Gut.
Haben auch kaum HP verloren, das ist schon heftig. Versuch in Ruin. Wir kommen halt mit der Armee da nicht wirklich hin. Ein bisschen schade. Wird aber auch 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7 ganz schön hart verteidigt, die Truppen, die versunkenen Ruinen. Aber eigentlich wollen wir ja nur kurz hier verweilen mit dem Turm. Boah, den ganzen Einheiten hier fliegen geben. Es wäre halt nur für eine kurze Zeit. Es wäre so stark, wenn wir das hier freiräumen könnten. Schwierige Entscheidung. Aber es ist. Nee, es ist es mir ehrlich gesagt nicht wert. Oder? Es sind halt richtig viele Forschungspunkte, die wir da generieren können, aber. Brauchen wir halt nicht unbedingt. Wisst ihr? Wir haben den Siegpunkt schon sicher. Nee, ist es uns nicht wert. Dann werden wir den Allfeuerknotenpunkt befreien, aber die Formruine gönnen wir uns noch hier. Kommen wir bloß nicht ganz bis hin. Der hat schon alle Klüfen hier. Besetzt. Drachenherz plus 1 Eilfeuer pro Tag. Bullenhaut, Ring der Belebung. 10 Lebenregeneration zu Beginn eures Zuges. 10 tägliche magische Regeneration. Braucht man mit dem nicht unbedingt. Geschwindigkeit erhöhen. Schuppenpanzer zu 20. Leben dazu. Der ist halt genauso langsam wie die Armbrustschützen. Ne, der ist der langsamste mit 7. Na, mal gucken. Der nächste, die Truppe, die lassen wir hier stehen, hat nur gesagt. Loge wird zerstört, ja. Wie sind die? Sind die angeschlagen? Nö. Nur minimal angekratzt. Aha. Wäre schön, wenn sie zerstört werden würde, aber die wird halt jedes Mal wieder geplündert von den Vögeln, ja. Ich würde sagen, wir gehen mit denen zu der Hütte, wo wir die Zutat für Lore bekommen. Vielleicht ist es das hier. Gehen wir da mal hin. Schwertfels. Da ist ein Gasthaus, da gibt es Bier vielleicht. Es war im Gebirge gelegen. Ach Mann. Naja. Irgendwie kommen wir schon an das Bier ran. Gut. Freunde der Nacht. Halt! Wartet, ey, ich vergesse. Na, das können wir auch am Anfang der nächsten Folge machen. Noch ein paar Glyphen uns gönnen. Für unsere Golem-Armee. Und auch für unsere lebende Armee. Da gibt's immer was zu tun in unseren Zauberschmieden. Freunde der Nacht, wenn euch die Folge gefallen hat, Däumchen oben, schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben und rechts unten gibt es wunderschöne Buttons, um diesen Kanal zu abonnieren. Würde mich tierisch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.